Einen wunderschönen guten Tag. Kommt zurück zu einer neuen Folge mit unseren hussitischen Böhmen. So, letzte Runde aber ja noch schnell den Krieg erklärt gegen den Osmanen, bevor ich es wieder vergesse. Ich habe schon mal die Truppen hier auf den Weg geschickt. Hoffen wir, dass wir da schnell vorankommen. Ah, da bin ich da recht zuversichtlich. Nicht wahr? Dann dürfen die mal loslaufen, wa? Will er hier in den Umweg laufen? Ah, sind sie auch aus dem Böhmes, ne? Alles klar. Dann können wir mal hier so ein paar Sachen bauen. Oh, vielleicht sollten wir auch noch Darlehen zurückzahlen. Also bloß die Landstand, dann ist nicht so wild. Nochmal unsere Inflation senken. Müssen wir jetzt eine Festungsverteidigung. Okay. Können wir das hier machen? Ach, wenn wir Absolutismus haben. Ah ja. Alles klar. Das passt so. Das ist okay. Oh. Ist immer etwas überdehnt, wa? Ja. Ganz leicht. Jetzt von der Nachricht rein. Hier verlieren wir lieber deinen Dingens. Oh, die sind gar nicht angeschlossen, hier sehe ich gerade. Oha. Ungünstig. Sehr. Oh, kommst du noch rechtzeitig rüber? Jo. Oh, shit. Oh, shitty. Oh, shitty, 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 shitty. Ah. Boah. Das war aber knapp. Oh, mein lieber Scholli. Eieiei. Ah, haben wir gut Kanonen verloren, ne? So. Abwählen. Abwählen. Zusammenfügen. Oh, ein bisschen ouchen da. Die Verstärkung kommt schon. Oh. Herrscher ist tot. Lang lebe der Herrscher. Oh, wir können jetzt natürlich auch jemand anders wählen, ne? Da brauchen wir die Frau nicht an der Macht haben. Ist eh nicht so toll. Vukovic könnte man. Mit aus dem Adel. Genau. Der ist nicht schlecht, ne? Was schauen. Rote Brand, das sieht man jetzt gar nicht, ne? Fünfprozentige Chance, dass wir es erben. Und hier? Null. Ah ja. Okay. Ich glaube, ich nehme den 366er, hm? Der gefällt mir. Moskauische Abstammung könnte man auch. Aber finde ich jetzt nicht so sinnvoll, weil wir die ja eh hier vernichten. Hätte man dann Kovic an der Macht. Hm. Nehmen wir hier den Dingens. Oh.
Tut aber leid. Ist halt kein Dingens mehr, ne? Das ist nicht schade. Veruntreuern, na danke. Das habe ich ja gar nicht brauchen können. So, Staatsehen raushauen. Wunderbar. Ich danke euch. Venedig können wir eh nicht. Schwimmen könnten wir noch. So. Ja, anschließen. So, hier bitte mal. 152 ist ja wieder ganz toll. Das sieht doch sehr gut aus hier. Ja? Die haben alle vernichten schlagen. Das hier oben mit den Rebellen finde ich jetzt nicht so toll. Minderwertiges Eisenerz, na danke. Oder die ganzen Rebellen raus oder was? Und wenn wir ein bisschen Überdehnung haben. Die sollen sich mal nicht so haben. Ja, das geht jetzt schnell, ja. Sehr schön. Oh. Das Waldader der Reformation geht los, ja. Das Mieakt mit so Nahstärke. Ja. Können wir mal machen. Ah, der hat seinen anderen Krieg schon beendet. Jetzt ziehen wir den noch ein Tier runter. Was für ein Kriegsfront hatte ich eigentlich? Die Rim erobern. Ja, passt ja. So. Was war auch mal hier? Ja. Na, was machst du, hä? Ja, komm, mach die weg. Das solltest du schaffen. Ja, gerade so, wa? Bretonische Nationalisten, ja, sag mal. Überall hier die Nationalisten, jetzt ist ja schlimm. Nee, nee, nee. So, können wir noch was zurückzahlen? Dann brauchen wir schon die Links zahlen, ja. Ne? Aber schon mal die ersten. Oh, hat jemand geringere Quotenreserve? Keine mehr, fast. Sehr schön, 20%. Ja, sag mal hier. Händler getötet, na geil. Der hat sich gerade erledigt. Wir kommen ja trotzdem noch ein bisschen. So, auf die Festung bitte. Eieiei.
Müssen wir eigentlich fast mal da hoch, wa? Mit der Moral. Jetzt besser. Und Team verbessern. Obwohl ein Diplo-Rap wäre besser gewesen. Sinnvoller zumindest. Hast du noch Rekrutenreserve? Ja, jede Menge. Jede Menge hat er noch. Ein bisschen besetzen gehen. Ja. Was ist denn das? Protestantische Nachbarn holen aus. Die Kirche von Dänemark ist weit davon entfernt, mit vielen geistlichen Angelegenheiten in Einklang mit der Kirche von Böhmen zu sein. Regulären Sache stimmen wir jedoch überein. Die Hegemonie des Papstes und der Patriarchen. Und die Patriarchen können von wahren Christen nicht akzeptiert werden. Das ist für ausreichender Grund für eine Zusammenarbeit, obwohl sie dem protestantischen Glauben angehören, wie dem husitischen Glauben. Was wird Vorrang haben? Politische Realität eines gemeinsamen Feindes oder unsere Lichtkirchendoktrin? Nö. Ah shit, die holen jetzt hier die Dings hier zurück, ne? Aber so erstmal okay. Wir belagern einfach den Rest. Ah, sehr schön. So, ich glaube, ich werde dann erstmal wieder hochlaufen und uns da oben um die kümmern, ha? Da glaube ich am gescheitsten. Das geht nicht, weil... Achso, das andere ist noch nicht durch. Schön, kann man winseln. Sammeln. Das ist jetzt doof hier, ne? Cham ist noch dabei, ne? Und Tripolitanien. Da kommen wir nicht wirklich hin. Beschleunigen wir das Ganze mal hier ein bisschen. Wo willst du hin, ha? Da hoch. Okay. Oh ja. Ach. Wir werden General dann. Schade. Schaffen wir den? Also auf jeden Fall. Aber leider nicht ganz so viel Moral, wie ich gern hätte. Aber ist auch okay. Dann gehen wir mal da hoch wieder. Holen uns das Kriegsziel. Hier die Rebellen gemacht? Ja, ne? Die haben alle schön Rebellen weggemacht. Das freut mich. Das einmal zum Kriegsziel, bitte.
Ja, die bleiben in unserer Nähe, wie es scheint. Ja, cool. Okay, dann schauen wir, dass wir das hier schnell zurückbelagern wieder. Das ging schnell. Sehr schnell. Wow. Ich glaube, da müssen wir dann gleich mal vorbeischauen, ne? So, einmal hoch da. Oh. Ah, wie die ja die ganzen Festungen erobern, das gefällt mir aber gar nicht. Hallo! Roberts! So, könnt mal schauen wegen Qualität der Armee. Die haben ja mehr Moral, aber die haben mehr Disziplin. Wir sind noch ein bisschen auf die Kampfstelle der hier, wie heißt Infanterie gehen. Dann noch eine Option. So, hier wechseln wir mal auf Admin. Rein da. Ne, warte mal. Warte es mal. Wann bist du da? 29. Ja, kommst du jetzt noch? Oh ja, das sieht gut aus. Top General hier. Der ist noch im Nahkampf gut. Oh. Sehr gut. Besiegt. Sehr schön. Oh, da oben haben sie auch schon wieder Dinge getan. Eieiei. So 32%. Die werden wir nicht so schnell rauskriegen hier. Ja. Mal darüber. Da haben wir aber auch gut Truppen verloren, ne? Sehr schön. Und wieder hoch. Boah. Jetzt aber schnell, ja. Gefällt mir ja gar nicht. Gar nicht die Truppen so schnell aufgefüllt, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so toll. So, rennst du dahin, dahin oder dahin, ne? Dahin. Hehe. Ah, nicht erwischt. Aber jetzt. Können wir mal sortieren hier alle. So.
Aber jetzt vernichte die. Oh. Wieso nicht? Wo ein Mist. Na, vielleicht runter hier rein. Aber hier dann, oder? Auch nicht. Rein rennst du. Ach, kann man 33%, ey. Das ist ja nichts. Mann, Mann. Jetzt wieder hier runterrennen, ja. Steirische Nationalisten. Wo können wir den hier erwischen? Ach, jetzt habe ich den da hingestellt, das ist mir auch doof. Mal lieber dahin. Jetzt rennen sie wieder sonst wohin, oder? Du weißt, liebe ich ja. Ganz toll. Haha. Ja, Geld. Gut. Oh. Ah, die Rebellen, sowas. Aufteilen hier. Sehr gut. Das ist natürlich doof mit den ganzen Rebellen hier, ne? Ist auch nicht gerade so der Hit. Finde ich nicht so toll. Setzen hier mal alles. Okay, um die Rebellen wird sich gekümmert. Ja. Schön, alles hier schön besetzen. Das gefällt mir. Ich glaube, das klauen wir denen alles dann, die ganze Ecke hier. Dass sich nicht mehr in die Richtung ausbreiten kann. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem, dass es in die andere Richtung geht mit ihren ganzen Expansionsdrang. Und da müssen wir hier mal eine der Festungen erobern, ne? Sieht aber ganz gut aus soweit. Hier fällt mir. Oh, sehr schön. Es sind halt überall Festungen, ey. Das ist so nervig. Wie schaut es denn hier oben mit der... Ah, ist durch. Sehr gut.
Wenn auch mal hier runterkommen. Oh shit. Nicht aufgepasst. Dann die Zurückzahlen. So. Die Kanone nehmen wir mal hier rüber. Dann sprengen wir mal. Wenn wir vorwärts kommen. Die wieder zurücklaufen und da alles befreien. Sehr gut. Ja. Reicht immer noch nicht, um da durchzukommen. Spione desertieren. Okay. Eigen. Raubritter, na danke. Machen wir das so. Wenn die Festung hier gefallen ist, dann kommen wir hier wieder durch überall. Von allen Seiten. Go, go, go! Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein schönes Durchmarsch. Die Döns. Mal dahin. Den teilen wir mal so auf. Ich glaube, hier ist noch eine Festung, ne? So, wie schaut das hier aus? Sehr gut. Ja, da ist noch eine Festung. Laufen wir mal hin. Oh, Militärreform. Sehr gut, dann nehmen wir doch glatt hier die 20 Moral. Oh, ein bisschen viel Punkte. Scheiß Mist. Habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich mal nicht aufgepasst. Jetzt haben wir nämlich echt viel Moral hier. 6 Moral. Ist schon viel. So, sagen wir hier mal Hallo, hä? Das sollte kein Problem sein mit so viel Moral. Hoffe ich, zumindest. So, jetzt rein da. Ja, war ich ein bisschen zu langsam. Oh ja. Die haben wir gut wegbekommen hier. Und wieder zurückgeholt. So, kann man Acham schon rausnehmen? Oh ja. Nehmen wir die gleiche mal raus, dann haben wir da Ruhe. So. Das sind wir dann auch gleich durch. Sehr gut. Hier sehe ich halt nichts, ne? Das ist ein bisschen doof. Ob die über Hinterorten kann man vassalisieren, ne? Theoretisch. Will ich das? Also nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da
haben unsere Küste überfallen, die Säckel. So, Halle bist durch. Ich glaube, da unten ist auch noch eine Festung. Eventuell. 89% schon, ja, das war's gleich für die. 97, das reicht, denke ich mal. Würde noch kurz aufdecken wollen. Sieht alles sehr gut aus. Naja, das reicht. Oft schon mal zurück. Na? So. Okay, schauen wir mal. Also, kein Rindsinn zurückgeben. Das hier sortieren mal ein bisschen. Nicht wirklich, ne? Ja, das klappt ja super. Ach, hier kann ich es. Nee. Doch. So geht's. Das an die Krim. War's, ne? Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Was an Serbien zurückgeben. Hä? Jetzt haben die hier eine Provinz. Okay. Hätte ich gern alles, glaube ich. Hier muss ich schauen. Uiuiui. Aber ist kein Problem. Passt schon. Will ich so machen. Du bist mir das recht. Sehr schön. Da können wir nämlich dann die Krim annektieren. Die Krim. Hat hier noch irgendwas Besonderes hier? Nee, ne? Bringt mir so alles nichts. Okay, dann wird er annektiert. So, wir haben ja jetzt schon das andere laufen, ne? Ich brauche mehr Punkte hier. Hätte ich es ja doch da lassen können. Mist. Wir müssen einen Dreier holen. Das können wir machen. Hier würde ich dann eine Festung bauen nachher. Ich glaube, das ist an der Stelle ganz nützlich. So, sehr schön. Das war doch wieder ein voller Erfolg hier, wa? Würde ich mal sagen. Ja, da lasse ich die Krim vielleicht noch. Weil ich habe eh nicht genug Punkte, ne? Kann ich auch später noch annektieren. Ja. Ich glaube, das verschiebe ich nochmal. Wieso ist da schon hier wieder jemand anders, Verteidiger des fossilischen Glaubens? Und das
Darf ja nicht wahr sein. Oh, und mein Zeitalter ist gerade beendet. Mal die Kampfstärke lernen. Partygäste. Wenn ihr was Schönes tut für euch. Manufaktur. Unterwerfungsgerüst gegen Thüringen. Nee. Brauchst du lieber hier noch eine große Schisswerft. Oder eine einfache halt. Okidoki. Na bloß noch in die Richtung. So gefällt mir das. Und ja gar keine Rekrutenreserve mehr, ne? Der hier auch nicht. Aber ist nicht so wild. Ein bisschen erholen sie sich ja dann doch. Ja. Alle mal da hoch, bitte. Wir haben da noch weitere Kriege zu führen. Boah, alles schon hussitisch hier fast, ne? Wir haben gerade mal einen einzigen Protestanten im Reich. Ja, dann weiß ich schon, dass das hussitisch wird. Deshalb kann es gar nicht laufen. Da darf ich noch nicht? Zu weit weg? Hm. Und das auch. Schade, aber okay. Wenn ein Krieg zwischen Großmächten einschalten. Bin ich mit Britannien verbündet? Ja. Uiuiui. Hier geht's ja gar nicht gut. Was haben wir da einen Haufen gefallen? Weil. Okay. Dann würde ich mal noch ein paar Hussiten als nächstes machen. Hier Lübeck zum Beispiel. Hamburg. Wem Deutsche Orden? Boah. Das klingt nach einem Plan. So. Oh ja, bitte. Haben wir bekommen? Hoho. Die haben wir bekommen. Oh, das ist ein geiler Belagerer. Der gefällt mir. Machen wir das mal so. Ist erholt wieder, ja. Dann würde ich sagen, ihr könnt natürlich auch den angreifen. Nee. Greifen Lübeck an. Ausländische Ketzerei, Deutsche Orden ist dabei. Ja, das sieht gut aus soweit. Oh. Dortmund ist eine Reichsstadt. Sie auch. Dem auch. Deutsche Orden bringt mir nichts. Rotenburg ist auch eine Reichsstadt. Alles Reichsstädte hier. Ist ja schlimm.
Lass mich durch! Verdammt! Danke. Könnten wir Venedig reinrufen, aber die brauchen wir eigentlich nicht dafür. Jetzt komme ich nicht durch, oder? Hm. Ist ja doof. Narf. Ist hier gar nicht nervig. Reicht das so, ja, ne? Ah, okay, ja. Ja, stimmt. Das war ja ein General, ne, den wir da als neuen Anführer genommen haben. Stimmt ja. So, warten wir mal hier. Beim Grund Protestantismus etabliert. Okay. So, warten wir mal, bis die durch sind. Hm. Wie machen wir das hier? Ich glaube, die annektieren wir, oder? Oder lassen wir die? Nein, die können ja eigentlich egal sein, die. Der deutsche Orden. Jawohl. AI und so, ne? Lübeck ist durch. Bam. Das hat gesessen. Dortmund schon konvertiert? Nee. Oh, da ist gerade ein Reformationszentrum am Werk. Können wir sie gleich wieder ändern. Hey. Immer die Legitimität. Die brauchen wir. Hä? Würdest du nicht dahin laufen? Hamburg ist durch. Oh. Mein Kanonen ja alleine laufen lassen, das ist nicht gut. Belagerung. So, Hamburg, warst du schon konvertiert, ja, ne? Dann ist das Thema erledigt. Oh. Hoppala. Oben sind wir auch schon durch. Dann gehst du mal dahin. Die sind noch nicht. Oh, die sind da mit reformiert dabei, okay. Jetzt haben die bedingungslos kapituliert schon. Das ist zu früh. Jetzt doch noch nicht.
Boah, ich würde sagen, die kriegst du uns kosten, ne? Ich könnte mir das mal schon auch gleich den Krieg erklären, mit wem sind sie verbündet. Diesmal und den hier. Ja und ja, genau. So, ein da. Sehr schön. Die wurden exiliert, das ist aber nicht schön. Bremen ist auch schon. So, die zwei brauche ich noch hier. Das wäre super. Ach, gerade sagen. Ach, das ging nicht. Und wieder einer mehr. Au. Wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert, ne? Hier ist hier rucki zucki. Marschen würde ich fast annektieren, ne? Damit wir hier Ansprüche machen können. Und so weiß er. Sind alle schon hier konvertiert, okay. Und das ist noch was hier mit den Festungen da unten. Auch eigentlich hier nichts mehr machen. Rotenburg. Ja, wir nehmen jetzt den Kriegsrelation, Geld, Handelseinfluss. Sehr schön. Eine noch. Administrativer Berater verlässt den Hof. Ja. Wegen mir. Immer die Inflationsreduktion. Der wird jetzt ganz hilfreich sein. Wird es auch noch was hier? Komm schon. Mach schon. Achso, den hier haben wir ja auch noch. Den annektieren wir tatsächlich. Würde ich sagen. Oder später. So, der Rest ist leider so ein bisschen außer Reichweite, ne? Bisschen doof. Wenn wir hier Münster noch irgendwie hinbekommen wird, mehr so. Wird natürlich auch hier Dingens annektieren. Ne? Hätten wir Zugang. Ja, das klingt gut. Wir haben gewonnen. Und wieder einer mehr.
Jetzt können wir auch mit Wegfrieden machen. Wenn ich das jetzt nehme, haben wir kriegt man einen Haufen Aether nachher. Ulm würde ich gerne nehmen. Und links wird konvertiert. Machen wir los. So, dann haben wir das hier nämlich auch noch erledigt. Das zieht sich da aber. Noch mal da hoch. Welcher? Die Körperwitzen sind fertig. Byzantinische Nationalisten. Ja, da können sich andere um kümmern. Ist okay. Schön. Das würde ich nehmen. Ja, und das da. Würde theoretisch auch noch gehen, ne? Aber will ich das da oben? Gute Frage. Oder konvertiere ich den einfach? Sagt die Überdehnung. 31. Bitte einfach annektieren, ne? Das wird auch gehen. An sich ist eine 18 aggressive Expansion, das ist nicht. Ja, machen wir Dithmarsch mal weg. Haben wir auch gleich noch eine Festung. Da könnte man sogar gegen Burgundkrieg führen. Du bist mit Frankreich verbündet, ne? Das ist schlecht. Das ist ein bisschen ungünstig. Ah, da könnte man Geld an reinbekommen. Wenn man Oldenburg angreift. Das ist gut. Ich glaube, das machen wir. Aber, oh, ich sehe schon wieder viel zu lang aufgenommen. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Damit tun wir noch ein paar Hussiten erstellen, quasi. Wir sehen uns da. Bis dann. Ciao, ciao.